Ich habe hier diese drei schönen roten Sterne. Und wenn ich jetzt sage, das sind eine Gruppe von drei Sternen, wie viel habe ich dann also insgesamt? Also eine Gruppe von drei Sternen, also einmal drei. Das heißt, ich habe einfach drei. Eins, zwei, drei. Das ist meine erste Gruppe. Jetzt machen wir das mal noch interessanter. Was passiert, wenn ich zwei Gruppen habe? Das ist also die erste Gruppe und das hier ist die zweite Gruppe. Das sind jetzt zwei Gruppen von drei. Wie viel habe ich jetzt insgesamt? Also ich habe hier zwei Gruppen, jeweils drei, zwei mal drei. Ich könnte auch so drüber nachdenken, das ist drei plus drei. Und das weißt du natürlich, das ergibt sechs. Wir sehen also, einmal drei ist drei. Zwei Gruppen von drei, was ja einfach 3 plus 3 bedeutet, das ergibt 6. Jetzt machen wir das Ganze noch interessanter. Wir nehmen drei Gruppen von je drei Sternen. Was ergibt das jetzt? Was ergibt das am Ende? Drei Gruppen von drei könnte ich auch so schreiben: 3 mal 3. Wie viele Sterne ergibt das jetzt? 3 plus 3 plus 3. Also 3 plus 3 plus 3. Ich habe also drei Gruppen. Ich habe drei Dreier, zwei Dreier und hier habe ich einen Dreier. Das ist also 3 plus 3 plus 3. Das ergibt 9. Das ergibt 9. Wir können die zählen. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oder ich zähle mit Dreiern. 3, 6, 9. Ergibt genau 9. Das siehst also schon, wo das Ganze hingeht. Jetzt nehmen wir nämlich vier Gruppen von drei. Eins, zwei, drei und vier. Hier ist die vierte Gruppe von drei Sternen. Wir können das so aufschreiben als 4 mal 3. Das ist das gleiche wie 3 plus 3 plus 3 plus 3. Also 3 plus 3 plus 3 plus 3. Also, ich habe also vier Dreier. Eins, zwei, drei, vier Dreier. Eine Dreier, zwei Dreier, drei Dreier und der vierte Dreier. Und wir kriegen also 3, 6, 9, 12. 12 kommt hier raus. Was ich jetzt von dir möchte, dass du einfach immer so weitermachst. Und zwar möchte ich, was ist, dass du rausfindest, was 5 mal 3 ist, 6 mal 3, 7 mal 3. 8 mal 3 oder 9 mal 3. Was ist 10 mal 3? Kannst du das rausfinden? Ich helfe dir ein bisschen dabei. Du musst nicht immer diese Sterne hier nehmen. Du siehst ja, 4 mal 3 gibt 4 Dreier. 5 Dreier ist 5 Dreier einfach. 5 mal 3 ist 3 plus 3 plus 3 plus halt so 3. 3, 6, 9, 12, 15. So, 15. Und ich möchte, dass du den Rest jetzt einfach bitte selber ausrechnest als Ende von diesem Video.